Der Angler ist ja keine Gefährdung für die Gesellschaft. Ja. Ein Halter eines Hundes kann für die Gesellschaft total gefährlich werden, aus Unwissenheit. Das ist ein Punkt. Es wäre ein gesellschaftlicher Schutz, wenn wir einen Hundeführerschein vor der Anschaffung des Hundes einführen. Das nächste ist aber, es wäre Tierschutz. Denn ich kann dir wirklich sagen, dass 99% der Hunde, denen es sauschlecht geht, dass es denen nicht schlecht geht, weil die Leute keine Lust haben, grob mit dem Hund sind, sondern weil sie sich einfach nicht auskennen. Immer bei der Anschaffung eines Hundes, und wir machen jetzt ein Gesetz, sagen 1.1.22, und wer sich ab da einen Hund kauft, der macht einen Führerschein. Super. Und zwar vor der Anschaffung. Weil das erleichtert ja allen das Verhältnis. Voll.